Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich heiße Martin Hecht und begrüße Sie zur Pressekonferenz von Opel und Vauxhall hier auf der 63. IAA. Unsere Themen heute sind die Weltpremiere des neuen Opel Astra, nachhaltige Mobilität und das Elektroauto Opel Ampera. Ich glaube, der Einführungsfilm, den Sie eben gesehen haben, hat das sehr deutlich gezeigt. Jede Geschichte hat natürlich einen Anfang, hat ihre Ideen, hat ihre Werte, hat ihre echten Fans, hat ihre Macher und jede Geschichte hat ihre Zukunft. Und um die Zukunft geht es jetzt und da kann uns keiner besser Auskunft geben als der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Peter Forster. Guten Morgen, Herr Forster. Guten Morgen, Herr Hecht. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wie sieht die Zukunft aus, aus Ihrer Sicht? Ja, meine Damen und Herren, die letzte Woche war sicherlich ein Meilenstein in der Geschichte von Opel. Wie Sie alle wissen, hat das General Motors Board nach intensiven Diskussionen entschieden, 55% von Opel an ein Konsortium unter der Führung von Magna zu verkaufen. Wir begrüßen diese Entscheidung sehr bei Opel. Wir freuen uns über die Entscheidung, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Magna und den anderen Partnern. Und wir sehen darin eine gute Zukunft. Wir glauben, wir können uns sehr gut ergänzen. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei all denen, die uns in den letzten Monaten unterstützt haben, insbesondere denen in der Politik, der Bundesregierung, den Landesregierungen, den Regierungen anderer Länder. Und seien Sie versichert, alle Menschen bei Opel brennen drauf, zu beweisen, dass das Vertrauen, was hier in Sie gesetzt wird, gerechtfertigt ist. Gleichzeitig ersuche ich die Kritiker, und da gibt es ja immer noch einige davon, einige haben selbst Staatshilfen in Anspruch genommen in den letzten Monaten oder auf Darlehen der öffentlichen Hand zurückgegriffen, uns jetzt einfach mal arbeiten zu lassen und uns zeigen zu lassen, dass wir hier eine Erfolgsgeschichte schreiben. Was Sie in letzter Zeit erfahren haben, war ja eine unglaubliche Welle der Solidarität von vielen, vielen Menschen. Hat diese Solidarität Sie auf dem langen Weg zur Entscheidung ermutigt? Also, meine Damen und Herren, die Solidarität war wirklich einzigartig. Ich erinnere noch an das denkwürdige Zusammenkommen von Fans, von Unterstützern im April im strömenden Regen in Rüsselsheim. Auch gestern Abend waren wieder Opel-Fanclubs da mit ihren Opel-Klassikern. Wir haben so viel Unterstützung erfahren. Gerade auch die Mitarbeiter haben sich in einem Maße für das Unternehmen eingesetzt, hingestellt und Solidarität gezeigt. Das hat uns tief berührt, hat uns wahnsinnig geholfen. Sie sind beeindruckt. Die Bilder, die wir da oben auf der Leinwand sehen konnten, waren genauso beeindruckend. Aber das alleine reicht ja nicht, um die Zukunft eines internationalen Automobilherstellers im globalen Wettbewerb zu sichern. Ja, das ist sicherlich richtig. Und wir wissen auch, dass wir erstens mal in den nächsten Monaten noch sehr viel vor uns haben, viel Arbeit vor uns haben, aber auch in den nächsten Jahren. Das wird sicherlich nicht immer ein einfacher Weg und die Wirtschaft muss uns ja auch erst nochmal, die wirtschaftliche Entwicklung muss uns auch erst nochmal helfen. Aber lassen Sie mich auch nochmal sagen, für uns wird auch weiterhin sehr, sehr wichtig bleiben die enge Zusammenarbeit mit General Motors, die technische Zusammenarbeit in der Entwicklung, im Einkauf, auch in anderen Bereichen. Ohne die wird es nicht gehen. Das wissen wir. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Denn nur so können wir auch an den Skaleneffekten teilhaben, wechselseitig, General Motors so wie wir. Aber ohne diese Zusammenarbeit wären auch Produkte wie zum Beispiel der neue Ampera nicht möglich. Eins muss man ja klar sagen, es geht ja nicht nur um Opel Deutschland, es geht um Opel in Europa und es geht um Vauxhall in England. Ja, das wird manchmal etwas vergessen. Unsere Schwestermarke Vauxhall in England ist ein ganz wichtiger Teil von unseren Aktivitäten. Das ist unser erfolgreichster, unser größter Markt. Letztes Jahr haben wir in England 350.000 Einheiten verkauft. Wir kämpfen immer um die Marktführerschaft. Also Vauxhall gehört ganz eng mit dazu. Von all den Faktoren, die letzten Endes dazu beitragen, dass der Erfolg zustande kommt, wie wichtig, Herr Forster, ist der Faktor Mensch für Sie? Letztendlich geht es immer nur um Menschen, weil Menschen, unsere Menschen, Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, machen das möglich. Die eigenen Mitarbeiter, die Menschen bei unseren Zulieferpartnern im Handel, viele, viele Menschen machen das letztendlich möglich. Also sie werden natürlich getrieben von der Begeisterung fürs Produkt, auch für die Marke. Und sie fühlen einfach, sie haben das Gefühl, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben mit dem Insignia wieder ein Stück Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit dem neuen Astra, der heute hier Weltpremiere hat, glauben wir, setzen wir das fort.
Und mit dem Ampera haben wir auch noch ein Stück Zukunft zu bieten. Sie haben ja auch ein weiteres neues Zeichen gesetzt und das ist das neue Logo. Ist das ein Zeichen, ein deutliches Zeichen nach außen hin für einen Neuanfang? Wir wollen einfach wirklich hier auch nochmal einen Punkt setzen und wir wollen zeigen, worum es den Menschen bei Opel geht, nämlich die Begeisterung fürs Auto, schöne Autos zu machen, die unsere Kunden begeistern, die bei unseren Kunden ankommen. Wir leben Autos, soll diese Leidenschaft ausdrücken, ohne die wir letztendlich auch nicht in der Lage wären, so schöne Autos zu machen. Und wir haben gezeigt, dass die Leidenschaft schöne Autos hervorbringt, wie den Insignia, gute Autos hervorbringt. Und wir glauben, mit dem Astra setzen wir das jetzt fort.